Golde! Golde! Guten Abend, Golde! Ich habe gerade mit Zorn und Pertsche gesprochen. Und? Und sie scheinen ganz vernarrt ineinander zu sein. Und? Und ich habe entschlossen, Ihnen die Erlaubnis zur Verlobung zu geben. Was? Ohne mich zu fragen? Wer fragt dich? Ich bin der Vater! Und was ist er? Ein Niemand. Und was hat er? Nichts. Absolut nichts. Das sollst du nicht sagen. Wie ich hörte, er hat einen reichen Onkel. Einen sehr reichen Onkel. Pertschig ist ein guter Kerl. Ich mag ihn. Und das Wichtige ist, Hodl mag ihn. Hodl liebt ihn. Was können wir da machen? Wir leben in einer anderen Zeit, Golde. Eine ganz andere Zeit. Liebe. Golde, willst du mich? Ist es Liebe? Ist es was? Ist es Liebe? Ist das Liebe? Mit 5 heiratswilligen Töchtern fragt ein Mann doch nicht so dumm. Du bist krank. Geh ins Haus. Leg dich hin. Ruh dich aus. Mach schon, was ich dir sage. Golde, hör zu, was ich dich frage. Ist das Liebe? Lass das sein. Ist das Liebe? Ist das Liebe? Seit 25 Jahren, da wasche ich, koche ich, putze ich, gab dir 5 Töchter, melk die Kuh. Nach 25 Jahren, lass mich damit in Ruhe. Golde, wir sahen uns zur Hochzeit das allererste Mal. Ich war scheu. Und ich auch. Ich war ängstlich. Und ich auch. Unsere Mütter, unsere Väter sagten, Liebe kommt erst später. Sag, liebst du mich denn, Golde? Ist es Liebe? Ich bin dein Weib. Ich weiß, sag, ist es Liebe? Seit 25 Jahren, da leb ich mit ihm, lach mit ihm, rein mit ihm. Seit 25 Jahren ist sein Bett mein. Das muss ja Liebe sein. Weib, du liebst mich. Ich glaub, das ist Liebe. Ich lieb dich. Bescheid. Und nach 25 Jahren.